Moin Moin. In diesem Video möchte ich dir ganz kurz mein Aktiensparplandepot zeigen, wie er sich die Woche jetzt mit dem Kursrutsch entwickelt hat. Und hier einmal noch ein Screenshot aus meinem Blog vom letzten Monat, also Juli. Da stand ich ja etwa Mitte Juli bei 18,6%. Bis Ende Juli ging das Ganze noch hier bis 1.100 € hoch. Also ich war insgesamt nicht bei 1.700 € plus, sondern etwa bei 1.900 € plus und wie war etwa bei 19% mein Depot im Plus. So, und jetzt schauen wir uns mal das Ganze, wie er sich nach dieser Woche entwickelt hat. Und dann werden wir feststellen, hier war Juli, da war ich bei 1.150 plus war das Ganze. Das hat wirklich nicht plus gemacht, sondern hier war die Umstellung von Unilever noch mit drin, deswegen einfach so hoher Wert. Das waren wirklich hier nur vielleicht 400 oder 500 €, die im Plus waren. So, aber das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern wir bewegen uns hier runter in August und zwar in diesem Jahr die größten Buchverluste in diesem Depot, also Aktien-Sparplan-Depot, wo ich 15 Unternehmen schon seit 17 Monaten bespare. Hier habe ich den größten Buchverlust jetzt zu verzeichnen. Das sind über 500 € im August. Das war noch vor 2, 3 Tagen etwas mehr. Es hat sich ja wieder etwas stabilisiert, das Ganze. Ich glaube, Mittwoch, wo ich es eigentlich drehen wollte, das Video, da war ich noch etwas tiefer. Aber jetzt sind es wieder, ich glaube, 1-2% wieder hochgegangen. So, dieses Depot befindet sich gerade bei etwa 16,6%. Davor waren es ja ungefähr 19, vielleicht ein paar 19, ein paar zerquetschte. Das heißt also, etwa um die 3% ist es jetzt etwa gefallen vom Juli. Wenn ich mein reguläres Depot betrachte, wo ich wirklich Einzelkäufe tätige und viel mehr Aktien im Depot habe, als hier nur diese 15, 16, 17 Aktien, sondern da habe ich ein paar mehr, da habe ich über 50 Werte. Und da ist mein Depot etwa um 5% gefallen, also bis Mittwoch sogar mehr, ich glaube bis 7%. Also ich war da schon über 10% im Plus, lag ich da. Und am Mittwoch war ich etwa bei 3,5 vielleicht und am Freitag wieder schon bei 5,5%. Also das Ganze jetzt zu Freitag ungefähr 5% und dieses Depot zu Freitag etwa nur 3% verloren. Also von 19%, Rendite, vielleicht 19,5, vielleicht 19,3 auf jetzt 16,6, also etwa um die 3%. Also ist dieses Depot doch etwas stabiler gelaufen oder stabilere Werte als die allgemein meine Aktien, die ich in meinem allgemeinen Depot habe. Wir können uns auch mal die Aktien so anschauen. Hier werden wir sehen, also das sind meine Sparpläne: Starbucks, Procter & Gamble, Microsoft, McDonald's, Coca-Cola, Texas Instruments. Also da sieht man schon, dass es eigentlich eher konservative Werte sind. Da sind ungefähr 15 konservative Werte plus nochmal 2 dazu. Alle sind ja auch ordentlich im Plus. Man sieht hier ein paar kleine Minus. Aber wie gesagt, das Depot hat sich jetzt ungefähr nur in dieser Woche, wo dieser Tweet von Trump kam, etwa wie gesagt nur 3% verschlechtert das Depot. Also nicht die Rede wert. So, dann haben wir noch Walmart drin, PepsiCo, Cisco Systems. Dann haben wir hier mal Apple, ein technologischer Wert. Hier mal einer etwas mehr Risiko, kann man sagen. Dann haben wir AT&T, wieder ein Giganten, der mit ordentlicher Dividende zahlt. Dann Unilever, wieder ein konservativer Wert. Dann IBM, auch hier ein technologischer Wert. Johnson & Johnson, Altria. Und dann die beiden kleinen, die ich wirklich nur bespare, wenn ich die Dividende von 25 € zusammen habe. Ja, also man sieht, das ist ein konservativer Depot, kann man sagen, also von den, mit den 15, 16, 17 Unternehmen. Und ja, also verloren habe ich hier einen Buchverlust von etwa 3%. Ich denke mal, es wird sich die nächsten Monate wieder stabilisieren und dann läuft das wieder weiter. So, ja, das war jetzt mein Aktiensparplandepot. Wollte ich einfach nur mal zeigen, wie sich wie sich dieser Sparplan, also dieses Sparplandepot sich in der Woche halt verhalten hat. Also nur 3,5% minus gegangen. Es gibt teilweise Depots von, ich kenne von Kollegen, da ist teilweise 6, 7, 8, 9 bis 10% das ganze Depot gefallen. Natürlich muss man sagen, da gibt es auch teilweise, oder wie mein Depot, ich habe ja auch noch ein Wachstumsdepot mit Amazon, mit Facebook, mit Netflix oder Alphabet.
da ist es natürlich auch ein bisschen mehr gefallen als in meinem Dividendepot mit Procter & Gamble und BASF, Bayer, Disney. Da ist natürlich nur 5-6% gefallen und in mein Wachstumsdepot ein paar Prozente mehr, aber in diesem Aktiensparplan-Depot nur 3%. Und da bin ich doch schon recht froh darüber, dass sich dieses Depot so gut hält. Ja, da kann man nur sagen, das waren doch dann vermutlich die richtigen Aktien, die ich damals ausgesucht habe vor 17 Monaten. Das sind alles konservative Werte, das sind alles teilweise Marktführer, große Player, also mit McDonald's, Unilever, Johnson & Johnson. Das sind wirklich die Großen auf ihrem Spielfeld und vermutlich sehr stabil, wie man sieht. Also die schwanken da doch eher etwas weniger als andere Werte. Ja, also jetzt habt ihr mal ein kurzes Update, wie sich dieser Kursrutsch in meinem Aktiensparplandepot sich verhalten hat, einmal gesehen. Und ja, dann würde ich sagen, oder ich frage nochmal in die Runde, wie sah es denn bei euch aus? Welche Werte habt ihr so drinne? Und wie viel habt ihr in dieser Woche jetzt an Buchverlusten halt feststellen müssen? Einfach mal in die Kommentare, das würde mich natürlich sehr interessieren, wie wo ungefähr die Waage liegt. Ja, also in die Kommentare rein, eure Buchverluste für diese Woche. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.